Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23 natürlich. Weiter geht's heute mit dem Auswärtsspiel bei RB Leipzig beim Tabellendritten. Wenn wir heute gewinnen würden, wären wir wieder vorbei. Dann wären wir nämlich Dritter. Wenn wir heute verlieren würden, dann wäre es das erstmal mit ganz, ganz oben. Weil dann wäre es 6 Punkte auf Platz 3. Wir müssten eher oder weniger ein bisschen auf die Plätze 5, 6 schauen. Leverkusen und Wolfsburg. Ja. Ja. Unser Ziel ist gefördert. Was denn da jetzt machen? Bin ich schon bei 2 Saisons mindestens ein Spiel aus der Jugend gewinnen? Ja, das ist eine, das ist aber eine niedrige Prio. Ist jetzt nichts Wichtiges. Juric geht. Ist jetzt der dritte Spieler von uns, der den Verein verlassen wird. So, guck gerade, ob da noch oben eine Nachricht ist. Ich vermute, es Klefisch sagt, ich spiele auch jetzt gerne als Innenverteidiger. Aber ist halt so. Ah, nee. Du gehörst weiter zum Team. Ja. Gut, gehen wir rein ins Match. Spieltag Nummer 12. Nein, 13 ist es, Entschuldigung. Oh, dann geht es auswärts nach Stuttgart zum Pokal. Also wir treffen wieder auf den VfB. In der dritten Runde. Wir gehen jetzt nicht in die Pressekonferenz. Die möchte ich jetzt gerade mir nicht antun. Ich möchte mich komplett aufs Spiel konzentrieren. Und ich denke mal, die Mannschaft war erfolgreich. Also wird sie heute wieder so beginnen. So von Beginn an spielen. Wie gesagt, nochmal. Ich muss wahrscheinlich mindestens 1-2 neue Innenverteidiger kaufen. Und ich würde ja gerne Raúl Albiol holen. Die Frage ist, ob der mit 39 und sofort so helfen kann. Ne, das ist halt eine andere Geschichte. Müssen wir mal gucken, was wir da machen noch. So, gehen wir rein ins Match. Die beste Abwehr gegen das offensivstärkste Team. Wir zeigen es Ihnen jetzt bei EA Sports. Noah, der ehemalige Leipziger. Wer will das? Nein, alles gut. Willkommen hier in der Red Bull Arena. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfans. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden das Ganze wie gewohnt für Sie daheim kommentieren. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Klingt nach richtig interessantem Fußball. Also ich freue mich extrem auf dieses Spiel und ich glaube, dass es sehr, sehr unterhaltsam und interessant wird. Also von mir aus, es kann losgehen. So, die Jungs, Stefan, Herbie, spüren sich doch mal ein. Das werden unsere Jungs natürlich jetzt auch nochmal machen, weil heute ist es zählt eigentlich. Wenn wir wirklich nochmal dranbleiben wollen oben, muss heute eigentlich hier der Sieg her. Sollte das aber passieren, dass wir heute auf die Fresse kriegen, dann wird es wahrscheinlich mit den ersten drei ganz, ganz schwer. Aber mal schauen, wie gesagt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so eine gute Saison wird. Wir holen jetzt momentan Punkte. Wir haben Berlin damals geschlagen. Wir haben Hoffenheim relativ deutlich geschlagen. Jetzt im VfB im letzten Spiel mit 4-2 geschlagen. Von daher, alles ist gut. Aber VfB, das wird die nächste Partie werden. Da kommt der Anpfiff. Das Spiel geht zum Pokalspiel. Aber jetzt erstmal Bundesliga. Alltag. Ja. Ja, das ist das Problem. Ich komme da mal nicht. Die stehen halt so gut da hinten drin. Jetzt müssen sie aufpassen. Ja, das ist eine kleine Annäherung, aber gut aufgepasst vom Innenverteidiger, wer auch immer das jetzt war. So schnell konnte ich jetzt nicht sehen.
Cabral. Arthur Cabral. Wird verfolgt von Piri, der aber sagt, das ist meiner. Also, weiter geht's. Und feuerfrei für Jonas Sterner. Der jetzt auf der rechten Seite wieder mit Trimanovo. Aber wenn der heute trifft, dann hat der wieder so. Ist ja ein Leipziger. Beziehungsweise kam ja von RB zu Drittliga-Zeiten. Auch wieder auch einer so eine Austeil der Kaufoption. Ja, wir haben hier das erste Tor für Leverkusen. Moussa Diaby ist der Torschütze. Ja, ein echtes Tor war das. Sterner hat ein bisschen Platz. Zu stoppen. Neuer Spielstand. Schade. Die Idee war gut. Danke für dieses auf kurze Update. Nur wo er zu spielen, aber das passt so nicht so, so ganz. Ecke kommt. Oh, Morgalla! Auf der Linie. Das muss ein Elfmeter sein. Schiedsrichter, der Ball war drin. Also das Tor hätte zu geben können. Ich meine, jetzt ist ja schön, dass es jetzt einen Elfmeter gibt, aber das Tor hätte zu ruhig geben können. Weil es war ein Tor danach, weil der reingegangen ist. So. Für unsere Jungs gibt es jetzt den Elfmeter. Die große Chance hier bei RB zur Führung zu gehen. Der Kreis ist schön klein. Jetzt muss der Keeper noch springen. Jetzt haben wir es. Halt so, Hugo Novoa. Bayreuth steht auf Platz 3. Zumindest aktuell. Und ich weiß auch noch nicht, warum er da Elfmeter gepfiffen hat. Ich vermute, dass das ein Handspiel war. Richtig, in der Wiederholung konnten wir es nicht sehen. Ja, schön gespielt gemacht. Schön den Keeper verladen. 0-1. 14. Minute. Nummer 11 in dieser Saison das Tor. Und damit trifft auch der Nächste gegen seinen Ex-Club. Der DFB Stuttgart dann im letzten Spiel. Heute der Ex-Leipziger. Sterner. Also okay, dann ist es jetzt nicht so tragisch, dass er jetzt sagt, okay. Ja. Das könnte was werden. Ja, Eckloff, der hat es ein bisschen. Die Gelegenheit. Da ist jetzt 2-0. Ja, das Tor war frei, aber trotzdem, den musst du erstmal vor Ort austreffen. Was ein Auftakt. Hugo Nummer 8, 0-2. Da freut er sich. Aber dann gibt es auch keine Gegenwehr. Ja, das Ding geht definitiv auf Eckloff, weil der ja richtig mit zwei Mann. Ich dachte, jetzt okay, das bricht das ab. Ich dachte echt, der bricht das erst ab. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Aber wie gesagt, es ist 2-0. Wir führen. Matteo Kovacic. Es ja, tut sich was in der Volkswagen-Arena. Ein Tor ist gefallen. Was passiert jetzt auf sein Ergebnis, was heute war? Wir haben hier das erste Tor für den VfL Wolfsburg. Frankfurt. Neuer Spielstand damit 1-0. 22 Abschluss. Minuten sind hier gespielt. Vielen Dank für dieses Update. Vor dem Spiel stand er im Mittelpunkt der Diskussion. Denn er spielt heute gegen seinen ehemaligen Verein. Und das sind besondere Spiele, Buschine. Absolut, Wolf. Oh hast Gott! Dann auch Nerven gefragt. Du kennst das Umfeld, kennst Alter, den ein oder anderen schock Spieler, mich doch nicht. Hast hier viel erlebt und das musst du einfach ausblenden, musst dich konzentrieren. Das ist keine leichte Aufgabe, aber eben eine typische für den Profifußball. Das hat er ja schön gesehen. Abseits! Es gibt Abseits. Das war eine gute Möglichkeit. Die Idee war weg. Ich hab's ja gesehen, dass er da durchlief. Oh, schade. Falls der das Ding nicht weg ist, das könnte es das 0-3 nach 27 Minuten sein. Ah, schade. In Iduna Park passiert was. Es ist ein Tor gefallen. Im Studio gibt es alle Infos für uns. Ja, wir haben hier das erste Tor für Arminia Bielefeld. Bielefeld führt in Dortmund. Apropos. Was? Nein, nichts passiert für RB. Wenn das frühe Stören so perfekt eingesetzt wird, dann wird es eng. Hartes Einsteigen, aber Vorteil. Kein Fehler. Ja, fast Vorteil. Erstmal weiter. Da kommt der Pfiff. Freistoß. Freistoß für Gelb gibt's hier auch Leipzig, aber von der rechten Seite, nicht mal von vorne. Die gelbe Karte ist richtig, da aber. Kommt rein. Naja, egal, alles gut. Ah, schade. Ich meine, jetzt, der sagt Zeiten jetzt. Aus, wird natürlich Einwurf geben jetzt. Entschuldigung, dass wir diese Info vom anderen Spiel. Also, Fakt ist, dass Bielefeld in Dortmund 1-0 führt. Was ein Bombenergebnis für uns ist. Sie führen nun mit 1-0.
Flanke für Aubameyang. Aubameyang, 0-3, 38. Was ist hier in Leipzig los? Damit auf 3 Tore erhöht. Ja, verschwinde du mal ruhig in der Bande. Oder ihr, wie auch immer. Da ist noch mal die aber will das hier, stell dir vor, der sich langsam eingefunden hat. Pierre-Emerick Aubameyang zum Kopfball, ganz starke Szene, unnachahmlich. Und vorne rein damit. Deswegen ist es ja so wichtig, dass er vorne drin ist. Deswegen ist er auch Kapitän. Also, wie gesagt, 0-3 nach nicht mal... Ja, etwas mehr als einer halben Stunde. Vorsichtig formuliert zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Jetzt kannst du schon so langsam Richtung Stuttgart gehen. Ballbesitz vorne. Und wenn du diese spielerische Überlegenheit so gut... Und diesmal war es kein Abseits. Aubameyang! Boah. Das nächste Tor und es wird immer deutlicher. Vorsprung ist klar. 4 Tore, die lassen hier nichts mehr anbrennen. Du verlierst beim Tabellenvorletz mit 0-4 und führst dann beim Tabellendritten. Ebenfalls mit 4-0. Eisekalt da vorne drin. Ja, wenn wir die Torchancen genutzt hätten, hätten wir gegen Bayern auch mehr geholt. Das 3-1 tut natürlich extrem weh, weil halt einige Chancen mehr dabei waren. Yes! Sie liegen deutlich vorn. Übrigens, der nächste. Gabriel Paulista. Es gibt noch einen weiteren Ex-RBler auf der Bank bei uns. Mit, ja, Ben Klefisch. 60 Sekunden gibt's noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Henrichs. Wir nehmen Henrichs jetzt mal vielleicht weiter doch noch. Ball, Abwehr findet kein Mittel. Staphylidis, der da locker den Ball abläuft. Und damit ist Pause. Pause in dieser Begegnung, Buschi. Und wenn wir uns die Reaktion der Fans anhören, dann müssen wir schon sagen, die Szene von Halbzeit 1 war der Elfer. Absolut. Strittige Entscheidung, enge ja. Kiste, aber ich glaube, es war die richtige. Also wie gesagt, in der Wiederholung haben wir es nicht richtig gesehen. Für mich war das normal abgeblockt. Der hat den Ball ja nur Ball an die Füße gekriegt. Wie auch immer. Und dann der fällt dann natürlich mit. Für mich, wurde gesagt, war er nicht ganz berechtigt, aber ist halt so. So, und jetzt wird Vanisek mal kommen, weil der, ich wollte die ganze Zeit meckern, ich will unbedingt mal spielen. Ja, dann spiel, komm, zeig, was du kannst, Junge. Bevor ich da irgendwas Gelb-Rot verliere, gehe ich auf das Leipzig noch steigern? Das fragen sich hier alle zu Beginn der zweiten Hälfte. Rückstand ist deutlich, wir sind gespannt, ob sie nach der Pause aufdrehen können. Ja, mal schauen, ne? Ich habe ja Wehrhardt gewechselt. Kuckuck. Den Ball holt er, gut verteidigt. Ah, Sterner? Er schießt. Erstmal abgeblockt. Na, nicht blöd, nicht da wie den Ball verlieren. Ich sehe schon, dass da was mitläuft. Oh, das ist Schellnerup. Könnte sich ein Transfer anbahnen. Bouchy war ja zuletzt immer wieder Thema in den Medien. Kovacic. Das stimmt, aber offiziell ist noch nichts. Wir können das also bisher nur als Spekulation machen. Oh, und das wäre die nächste Chance. Gulaschi verhindert gegen Aubameyang über das Fünfte. Ecke kommt rein. Gut geklärt. Ja, bei solchen Situationen ist immer ein bisschen... Sie bringen den Ball in die Mitte. Boah! 0-5, Morgalla. Das ist natürlich mehr so ein Schaulauf, was sie jetzt hier machen. Der hat ja sowas von voll getroffen. Der Youngster, der so viel gescheit, der Youngster. Spielt auch schon seine dritte Saison hier, aber ist halt immer wieder nicht platzweise, fällt er auf. Aber jetzt hier war es eine Weltklasse gemacht. Vom 11-Meter-Punkt, 12, 13 Meter und das Ding einfach fuchtig ins Eck zu hauen. Ganz alleine, keine Chance für den Keeper. 0-5. Sie hören nicht auf, spielen weiter nach vorne. Und daher steht es mittlerweile 5-0. Ja, wir können jetzt irgendwann so langsam anfangen. Unsere Signal Iduna Park passiert was, es ist ein Tor gefallen. Leandro Morgalla, 0-4. Wir haben hier den zweiten Treffer für Borussia Dortmund. Der neue Spielstand lautet damit also 2-1. Gespielt sind 58 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante Update. Staphylidis. Man spielt sowas voll gut raus da.
Flanke kommt auf den kurzen Pfosten. Und das wäre, wenn der, Aubameyang da frei vom Kopfer gekommen wäre, oder überhaupt zum Kopfer gekommen wäre. So, Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Aus so einer Konterchance müssen sie eigentlich mehr machen. Ja, Ball ist erstmal weg, aber Fischer holt sich da das Ding. Und jetzt holt er sich beim dritten Mal den auch. Und es gibt Rot. Gelbverdächtige Aktion. Meiner Meinung nach. Das könnte durchaus geahndet werden. Nein, Schiedsrichter, man hätte aber auch da durchaus Rot geben können. Ne? Weil das war ein Fußfoul, der geht von hinten in die Beine, ohne Aufsicht auf den Ball und räumt den Spieler da ab. Oh ja. Mogala eben vorne noch erhält, jetzt hinten. Der Depp, nein. Nein. Der Teamkollege sagt dann. Was ist das Kollege gesagt? In der Volkswagen Arena ist was passiert, ein Tor ist gefallen. Alle Infos gibt's. Nur noch der Torwart vor sich. Den muss er alleine machen, aber da wird er aufgehalten. Entschuldigung, dass wir diese Info vom anderen Spiel kurzfristig abbrechen mussten. Eintracht Frankfurt hat also getroffen. Damit sind sie nun 2:1 in Führung. Klar, Freistoß gibt's und vielleicht noch mehr. So, Dede. Schiri lässt ihn da ohne Karte davonkommen. Das war nicht so krass wie bei der beim RBV. Dann können sie den Ball erstmal rausbringen. So, jetzt gibt war die Sack. Und jetzt bitte nicht. Also die Frage, wer war es? Es war die 3? Alles richtig gemacht von der Schiedsrichterin hier. Gelbe muss es geben. Auf jeden Fall war nur gelb. Gelbwürdig. Nur hat gelb. Sie gut gesehen. Und Aubameyang. Sterner. Er flankt auf den Pfosten. Sie haben geklärt. Jetzt Aubameyang. Aubameyang! Kein Problem, den hat er. So, Ecke kommt von Ecke kommt. Mal wieder Jonas Sterner. Kommen den Ball nicht raus. Kein Abseits, weil da noch einer dran. Meiner Meinung nach einer war. Genau, Schiedsrichter lässt noch weiterlaufen. Neun Minuten sind hier noch zu spielen. Pass kommt hervorragend. Malasia. Er zieht ab. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Nicht, dass das, das hätte... Arena hat sich was getan. Es ist ein Tor gefallen. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier Tor Nummer 3 für Leverkusen. Oh, das könnte was werden. Ein simpler Doppelpass. Ja, genau hinschauen. 0-6. Fantastischer Treffer. Ganz einfach, schnell gespielt. Wir bekommen ihn heute einfach nicht in den Griff. Pierre-Emerick Aubameyang. 3 Tore hat er jetzt schon. Dreierpack. Da schauen wir uns das Tor nochmal an. Zunächst der... Es war gut gespielt. Pass in die Tiefe. Da ist er schnell gespielt. Und damit hat er wieder seine Probleme. Ja, und dann ist es das 0-6 hier. Das hätte ich auch nicht erwartet, dass man hier so hoch... und deutlich gewinnt. So. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Passt soweit. Zu schnell und im Abschluss auch. Jetzt wechseln wir durch. Nochmal. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Die letzten 2 Minuten sind angebrochen. So, jetzt heißt das Ziel noch, das Ding irgendwie mit zu null über die Linie zu bringen. Leipzig hat dieses Spiel also verloren. Sie hatten hier die Favoritenrolle, aber das war einfach nicht ihr Spiel. Das war eine schwache Leistung heute. Das war eine wirklich dürftige Leistung heute. Keine Ahnung, was da los war. Ich glaube, sie wissen selbst nicht. So, 0-6, der Endstand. Oder 6-0 für uns. Endlich mal wieder zu 0. Wir haben es klasse gespielt, wir haben es Weltklasse gemacht und jetzt können wir auch mal Interviews wieder machen. Und das mit nur 49% Ballbesitz. Ja, schade. RB hat, Dortmund hat gewonnen. Die Bielefeld haben schon wieder so ein Spiel gedrückt, wie gegen Magdeburg im Pokal.
Danke, dass Sie direkt nach dem Spielende für ein paar Fragen zu uns rübergekommen sind. So. Sensationell. Tolles Spiel. Ja, so kann man auch mal ein Statement sitzen. Wir sind fangt jetzt wieder dran. Zumindest auf Platz 3. Wir müssen auf jeden Fall auf dem Boden bleiben. Klar, ich muss das mal alles ein bisschen dämpfen. Dass man heute einfach Weltklasse einfach nur. Es hat alles funktioniert. Frühes Tor gemacht. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Der Gegner hat so gut wie nichts auf die Reihe gekriegt oder hat nichts auf die Reihe bekommen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt einen Torschuss hatten. Jo, passt. Nächster Gegner ist DFB-Pokal. Bayern auswärts in Stuttgart. Und ja, das sehen wir uns dann, würde ich sagen, in der nächsten Folge an. Runde 3, der Achtelfinale ist es dann schon. Naja, bis dahin. Tschüss.